Ja, meine lieben Studierenden des Seminars Morphologie, herzlich willkommen zu diesem sehr, sehr, sehr knappen Input. Denn wie Sie an dem Titel in geschweiften Klammern gesehen haben, werden wir uns heute noch einmal der Projektplanung und der Erarbeitung Ihrer Themen widmen. In der letzten Woche sind wir dazu nicht gekommen, weil wir uns sehr lang und ausführlich mit der gemeinsamen Bibliografie bei Zotero beschäftigt haben, ein wichtiges Thema. Und heute würde ich ganz gern Ihre Themen, die Sie oder Ihre Themenkreise, die Sie favorisieren, für die Sie auch schon Material sammeln, noch einmal einzuordnen vor dem, was wir bisher als Input in diesem Seminar hatten. Das heißt, den Grundlagen der Morphologie und der Auseinandersetzung mit einem eigentlich streng genommen strukturalistischen Zugriff auf Sprache und deren Beschreibung. Und bevor ich das jedoch tue, möchte ich Sie noch einmal bitten, dass Sie in dieser Sitzung darüber nachdenken, konkret nachdenken, welche Prüfungsleistungen Sie absolvieren möchten und vor allen Dingen, welche digitalen Präsentationsformen für Sie in Frage kommen, sodass wir idealerweise am Ende dieser Sitzung alle kleine Pakete zusammengeschnürt haben. Erstens mit Arbeitsaufträgen und zweitens mit Ideen, die Sie ganz konkret denen Sie ganz konkret nachgehen können. Und kleinen Zielen, die Sie sich selber stellen. Und bevor wir das Ganze tun, möchte ich einen Blick werfen noch einmal auf die von Ihnen favorisierten Themenkreise. Hier den thematischen Kreis der Literatur, der Grammatikalisierung und der modernen Wortbildung. Und ich würde auf diese Themenkreise schauen, indem ich noch einmal die thematischen Inputs in diesem Seminar auf diese Themenkreise hin perspektiviere. Wir haben angefangen mit der Morphologie als einer Form strukturalistischer Sprachbeschreibung. Sie erinnern sich, wir sind gestartet bei Ferdinand de Saussure. Hier ging es im Wesentlichen darum, dass man Morpheme als kleinste bedeutungstragende Einheiten eines Sprachsystems auffasst und im Wesentlichen durch Segmentierung und Klassifizierung diese bedeutungstragenden Elemente differenziert und beschreibt und kategorisiert. Als zentral waren hier zum Beispiel Basismorpheme, Wortbildungsmorpheme und Flexionsmorpheme zu nennen. Dann haben wir uns in einem zweiten Schritt den ganz zentralen Teil der Morphologie genauer angesehen, nämlich der Flexion, hier Konjugation und Flexion der Nomina und dem darauf aufbauenden Wortartenmodell, das im Wesentlichen flektierende Einheiten und nicht flektierende Einheiten voneinander unterscheidet. Und sind dann in einem weiteren Schritt zu Formen der Wortbildung gegangen, um nur zwei zu nennen, Komposition und Derivation. Darüber hinaus spielt auch die Konversion eine große Rolle, Ausdrucksverkürzung eher weniger, aber die kann wiederum Thema sein in ihren jeweiligen thematischen Domänen. Auch hier gab es schon die ersten Hinweise. Und wenn wir nun auf Ihre thematischen Domänen blicken, dann dürfte sich vor allen Dingen herausgestellt haben, dass wir im Bereich der Grammatikalisierung um Fragen der Morphosyntax nicht herumkommen. Das war der letzte große thematische Teil. Hier vor allen Dingen die Etablierung von sogenannten Hilfsverben oder auch Fragen zur Flexion von nominalen Einheiten oder zur Konjugation von Verben. Ganz kurz gestreift habe ich die Frage von Sprachvergessen, also das heißt, wie gehen grammatische Strukturen, sprachliche Einheiten verloren, indem sie nicht mehr gebraucht werden? Und wenn wir uns diesen Teil der Grammatikalisierung anschauen, dann bewegen wir uns ganz klar im Bereich der strukturalistischen Beschreibung von Sprach, nämlich erstmal über das Klassifizieren und Segmentieren oder Segmentieren und Klassifizieren. Und zum Zweiten auf Aspekte hin der Morphosyntax, das heißt, wie wird aus einem Sprachbau, der analytisch ist, ein synthetischer Sprachbau? Und werden uns da im Seminar, glaube ich, vor allen Dingen mit den Hilfsverben beschäftigen oder schlussendlich mit dem Stichwort der Auxiliarität. Wenn wir auf die anderen beiden Aspekte schauen, nämlich die Fragen der Literatur oder Themenkreise Literatur und der sogenannten modernen Wortbildung, wie wir das im Seminar genannt haben, dann ist es so, dass wir uns im Bereich der Literatur vor allen Dingen um Fragen der Namenbildung, also der Wortschatzerweiterung
ja, um nominale Einheiten bemühen und damit einem besonderen Hinweis darauf, dass wir hier einen Themenkreis schneiden, der auch sehr eng mit Entlehnungen und Lehnübersetzungen, Lehnübertragungen, Lehnbildungen zu tun hat. Wenn wir zum Beispiel über die Übernahme von Namen literarischer Figuren oder von Figuren in Spielen oder Filmen, je nachdem, wo wir hinlaufen, genauer anschaut, dass wir häufig mit Übersetzungen zu tun haben, die nichtsdestotrotz spannende Wortbildungsprodukte nach sich ziehen können. Und da bewegen wir uns ganz klar im Bereich der Wortbildung. Wenn wir indes auf den Bereich der modernen Wortbildung schauen, da haben wir Effekte von Verschmelzung zu beobachten, und zwar nicht der Verschmelzung als einem Mittel der Wortbildung, sondern von Fragen der Flexion, Konjugation auf der einen Seite und der Morphosyntax auf der anderen Seite, weil wir nicht mehr nur allein wortbildnerische Aspekte oder besondere Merkmale der Flexion zu beobachten haben, sondern auch, wenn wir uns zum Beispiel das Thema Hashtags anschauen, die Etablierung und die Verwendung von kompletten Syntagmen als Einheiten, die durch eine spezifische Schreibung auffallen, sodass wir eigentlich in diesen drei Themenkreisen alle thematisch eingeführten Aspekte der Morphologie genauer fassen. Ich würde Sie jetzt um Folgendes bitten. Wir hatten ja in der letzten Sitzung Aufgaben formuliert, nämlich erstmal setzen Sie sich mit Sotero auseinander, um gemeinsam bibliografieren zu können. Zweitens entscheiden Sie sich für eine Gruppe, bei der Sie sich vorstellen können, mitzuarbeiten. Und zum Dritten sammeln Sie Wartematerial und reichern Sie damit das Miro-Board an. Ich würde jetzt ganz gern mit Ihnen in der Diskussion Ihre Themen gemeinsam besprechen und Ihre Ideen aufnehmen, mir gern anhören, welche Ideen Sie haben und dann konkret mit Ihnen in die Definierung von spezifischen Aufgaben und Subthemen gehen, sodass wir am Ende der Sitzung wissen, wer in den nächsten Wochen an welchem Thema arbeiten wird. Ich hoffe, und da bin ich mir sehr sicher, dass ich Ihnen damit entgegenkomme. Und nach diesem kurzen Input gehen wir sofort in die Diskussion und erarbeiten gemeinsam Ihre Themen für das Seminar, und darauf freue ich mich schon sehr. Beim nächsten Mal, oder es wird in den nächsten Sitzungen keinen thematischen Input mehr geben, dieser Art, sondern wir werden uns immer sofort zum Beginn des Seminars treffen und dann in den jeweiligen Sitzungen und vorher in den Vorläufen entscheiden, welche zum Beispiel technische Unterstützung Sie brauchen oder ob Sie zum Beispiel noch Literatur für die Erarbeitung Ihres Themas suchen, weil Sie in der systematischen Bibliografie und beim systematischen Bibliografieren nicht fündig geworden werden und noch Anregungen und Tipps brauchen. Und darauf freue ich mich sehr. Das wird der zweite Teil des Seminars sein. Und der letzte Teil dient dann schlussendlich der Präsentation Ihrer Ergebnisse. In diesem Sinne, bis gleich. Und für alle anderen, die dem Kanal folgen, auf ganz bald. Ich würde schätzen, bis zur Präsentation der Ergebnisse aus dem Seminar. Ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.